Stegosaurus, Cerodactylus, Tyrannosaurus Rex, Celinosaurus, Apatosaurus und Triceratops sind sechs. Tauri, Pepsi, Sirin, Trike, Terrence, Stinky, Cinderlite. Harry und sein Eimer voller Dinos. Wir springen einfach mit hinein, die Zauberreise geht jetzt los. Mit Harry und dem Eimer voller Dinos. Los, Harry! Darf ich mitmachen? Nein, besser nicht, Harry. Meine Jogginggruppe läuft sehr weite Strecken. Ich kann sehr weit laufen. Aber es ist so weit, als würdest du 20 Mal um den Block laufen. Ich fühle mich gar nicht gut. Na, ich halte noch durch. Die Dinosaurier haben genug, glaube ich. Dann solltest du ihnen besser eine Pause gönnen. Oh, ich muss gehen. Wiedersehen, Schatz. Mach's gut. Wiedersehen. Ich wette, Mama hat viel Spaß in ihrer Jogginggruppe. Sind wir denn schon da? Hallo, Harry. Hallo. Warum trägst du einen Schlafanzug? Das ist kein Schlafanzug. Ich gehe zum Karateunterricht. Kann ich mit? Ich bin toll in Karate. Hi. Das glaube ich nicht. Wenn du bei uns mitmachen willst, brauchst du schon den gelben Gürtel. Oh. Ich muss los, sonst komme ich zu spät. Sayonara. Wiedersehen. Oh, was ist denn das? Das kriegen wir schon raus. Was macht ihr da? Hi, Harry. Dies ist meine Gitarrenband. Eine Band? Kann ich mitmachen? Tja, kommt drauf an. Kannst du Gitarre spielen? Klar! Prima für den Anfang. Aber bevor du bei uns mitmachst, musst du noch ein bisschen üben, ja? Na gut. Keine Gruppe lässt mich mitmachen. Oh, aber unser Club schon, Harry. Ihr habt einen Club? Naja, nö. Wir könnten einen gründen. Ja, das machen wir. Dann haben wir unseren eigenen Club im Dinoland. Ja, worauf warten wir? Eins, zwei, drei, Dinosaurier! Das wird eine ganz tolle Sache, Harry. Unser Club ist klasse. 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 Harry! Harry! Ja, Sid? Was für eine Art von Club sind wir denn? Keine Ahnung. Ich glaube, jede Art von Club, die uns gefällt. Flieger. Ich will einen Fliegerclub. Aber du bist ja der Einzige, der fliegen kann. Oh, richtig. Hat sonst noch jemand eine Idee? Ich hab's. Ein Spannungssuchclub. Wir erleben spannende Sachen. Sowas wie Blumen arrangieren? Nein. Etwas, das noch mehr aufregt. Man nennt es Bungee-Springen. Wir springen von der Brücke runter und diese Seile halten uns kurz vor dem Boden auf. Oh, ich bin nervöser als eine Schüssel voller Schmetterlinge. Los, Leute, das wird lustig. Wenn ich das Sam erzähle. Ist gut, wir zählen alle bis drei. Eins, zwei, zweieinhalb, drei. Bungee! Wow! Oh, meine Güte, das war wunderbar. So, ihr könnt mich jetzt wieder hochziehen. Tauri, mit wem sprichst du? Wir sind alle gesprungen. Oh. Wirklich? Gibt es einen Club, wo man sich keine Blasen an den Händen holt? Oh, darf ich jetzt einen aussuchen? Klar, Staggy.
Was für ein Club wäre dir denn recht? Wir könnten der Club der Vorsichtigen sein. Oder wir könnten auch... Au, 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 mein Fuß! Na dann, er durfte bestimmen, oder? Au, 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 au. Ihr benehmt euch wirklich seltsam. Dieser Buchclub war eine prima Idee. Ja, und so anregend. Ja, und wir brauchen keine Helme. Psst. Im Buchclub muss man still sein, damit sich jeder konzentrieren kann. Ah ja, Verzeihung. Also wisst ihr was? Dieses Kreuzworträtsel schafft mich. Ein anderes Wort für Stille, 4 Buchstaben. Ruhe. Oh, Ruhe. Danke, Sid. Wie wäre es, wenn ihr wirklich ruhig seid? Dann könnte ich erfahren, wie es mit Fluffy dem Hasen ausgeht. Oh, ich habe die Geschichte gelesen. Am Ende stellt sich heraus, dass seine Karotte im Blumentopf war. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich gesagt? Ach, ein Kochclub. Wisst ihr was? Ich amüsiere mich mehr als ein Affe auf dem Trampolin. Darf ich auch mal umrühren? Oh, sei mein Gast, Faggy, und schön gleichmäßig rühren. Und was steht in dem Rezept? Hier steht, um Haferflocken-Rosinenkekse zu backen, braucht man Haferflocken und Rosinen. Hm, was du nicht sagst. Nun rühren wir das Ganze in... Staggy? Ich hab den Löffel abgeleckt und das konnte ich nicht aufhören. Oh, Staggy, wie soll ich denn jetzt meine Kekse backen? Hey, ich weiß, was für ein Club wir sein sollten. Jetzt geht's los. Das macht Spaß. Halt! Sofort aufhören. Kochen bedeutet nicht, alles zu verwüsten. Oh doch, denn nun sind wir der Verwüstungsclub. Herrlich, so absichtlich alles zu verwüsten. Ja, und ich bin wirklich gut darin. Ihr habt meinen wunderschönen Kochclub zerstört. Ach, Kochen war vor 10 Minuten dran. Weiter im Programm. Hier, zerschlag ein paar Eier. Das reicht. Ich hab genug. Ihr habt alles kaputt gemacht. Das schon, aber wir anderen wollten alle einen Verwüstungsclub, Patsy. Ja, ein herrlicher Club. Für mich nicht. Patsy, warte. Geh nicht weg. Der Club macht doch gar keinen Spaß ohne dich. Aber es ist kein Spaß für mich. Wir finden einen neuen Club. Wollen wir? Na schön. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, einen Club für uns alle zu finden. Ich auch nicht. Ich wollte doch bloß einen Club, in dem wir alle Spaß haben und spielen. Aber Harry, das tun wir doch die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Eigentlich... haben wir doch schon einen Club. Wir haben nur keinen Namen und auch kein Clubhaus. Gut, stimmen wir ab. Wer stimmt für den Namen Dinoland Club? Ja, ich war dafür. Und wer von euch ist für Gesellschaft der tapferen Dinosaurier und der Menschen mit Mut? Das war nicht Sid. Sieht so aus, als wären wir nun der Dinoland-Club. Ja! Ach, na gut, ich nehme es in die Clubregeln auf. Oh Mann, was stellen wir heute an, Harry? Irgendwas Aufregendes? Ja, Terence hat eine tolle Idee. Ich habe Papierflugzeuge für alle mitgebracht. Ja! Harry, Sam, Mittagessen. Mama ist zurück. Hört mal zu. Ich bin in einem Club. Das finde ich sehr gut, Harry. Aber der ist nichts für euch. Oh, warum denn nicht? Darum, weil da nur Dinosaurier beitreten dürfen. Ach, wirklich? Und was genau macht ihr Dinos so? Wir haben Spaß. Mit Papierfliegern und wir machen Unsinn. Wäre das nicht der richtige Verein für mich, bei dem, was ich so anstelle? Da hat sie recht. Und ich kann Papierflieger falten, die meilenweit fliegen. Wenn ich Mitglied in deinem Club wäre, könnte ich dir welche bauen. Das könnte sie?
Ich könnte eine Versammlung einberufen. Nimm sie auf! Nimm sie auf! Nimm sie auf! Na gut, ihr seid beide in meinem Club aufgenommen. Danke, Harry. Aber ich bin der Präsident. Das ist mein Amt, klar? Na schön, Präsident Harry. Möchtest du Erdnussbutter, Gelee oder nur Quatsch? Gelee, und Erdnussbutter auch. Na klar, Quatsch macht er doch sowieso schon eine Menge. Du machst genauso viel Quatsch wie ich. Du machst Präsidentenquatsch. Ich bin ja auch Präsident vom Dinoland Club.